wenn ihr euch jetzt fragt, warum wir auf einmal die Dusche weggerissen haben, dann habt ihr das letzte Video vom Mittwoch nicht gesehen. Da sagen wir, was der Grund ist. Wir haben nämlich entdeckt, dass es aus der Decke tropft. Und als wir der Sache auf den Grund gegangen sind, haben wir jede Menge Schimmel an der Dusche entdeckt und haben kurzerhand entschlossen, die Dusche muss weg. Wir renovieren jetzt das Badezimmer, zum Teil zumindest. Zumindest diese Ecke, wo die Dusche ist. Wo es geschimmelt hat. Oh, Schimmel ist. Wollten wir sowieso, aber eigentlich nicht jetzt. Jetzt haben wir das Ganze vorgezogen und reißen erstmal alles weg, was neu ist. Was wegzureißen ist. So. So, on attack. Die Vorbesitzer von dem Haus haben die Fliesen in der Dusche einfach so auf diesen blanken Rigips geklebt. Und es ist einfach so ein bisschen Feuchtigkeit und Wasser durch diese Fliesen gezogen. Und der Rigips dahinter war total am Schimmeln. Der war natürlich auch gar nicht geschützt, der Rigips. Nee, da war normalerweise kommt da, glaube ich, so eine Wasserschutzschicht drauf oder sowas. Das sind halt Engländer, die machen das so ein bisschen wie sie meinen. Hauptsache, das hält 20 Jahre und dann bin ich eh weg. Hier waren richtige schwarze Schimmelflecken, unten ganz extrem. Und ich weiß nicht, ob es damit getan wäre, das einfach wegzuwischen, einmal durchzulüften und das war's. Nee, das... Deswegen haben wir entschieden, komm, wir machen das jetzt. Wir reißen die Dusche ab. Ja, und der Schimmel wäre auch immer wieder gekommen. Das hätte nichts gebracht. Ist auch immer wieder interessant, wie die Engländer bauen. Ich weiß nicht, hier wurden so viele Steine verbaut. Es ist eine Betonkante, ich weiß nicht, ey. Das ist schon fast ein Bunkerbau hier. Es ist immer wieder interessant. Oder so. Ja, komm wieder hin. Wichtige Entscheidung. Ich hoffe, man hört mich jetzt mit Maske, aber es ist so viel Schimmel hier, das ist unfassbar. Ja, und hier hört es ja sogar auf, man sieht das, dass ja quasi das Spritzwasser wirklich nur bis hier in die Fugen oder hinter den Fugen gezogen ist. So oben ist kein Schimmel, aber unten ringsherum. Die ganzen Fliesen waren undicht, noch dazu kommt, dass das hier nicht versiegelt war. Und deswegen ist das ist pitchnass, das ja, ist richtig ekelig. Das nicht an. Hier, man sieht das, ja, hast du das mal gezeigt, wie rissig diese Fugen alle sind hier. Das zieht dann natürlich irgendwo durch und sucht sich seinen Weg, ne? Dann entsteht sowas. Keine Isolierung, nichts dahinter. Einfach nur die reine Mauer. Na, hör mal, wer da hämmert. Ja, die Anni. Boah, das ist aber auch... Wo hämmer ich denn drauf? Auf Metall oder was? Ich habe jetzt soweit den Rahmen hier schon mal oben lose. Aber der ist unten halt noch verschraubt. Jetzt buddel ich mich da durch. Hämmer ich mich da durch. Ich helfe dir jetzt auch. Ja. Ich ziehe mir eben eine Hose an. Ja. Komm nämlich gerade von der Gassi-Runde mit bei Ina und es hat tierisch geregnet. Auf der Seite. Warte mal, meine Handschuhe. Ja, weiter. Geht? Ja. Das bricht nicht. Oh Gott. Das wird spannend. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Halleluja, war das anstrengend. Ja, weg ist die Dusche. Er hat sich ausgeduscht hier oben. Wir wissen ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig, wie wir die Dusche jetzt neu gestalten wollen. Wir waren gestern sogar einmal in einer Badausstellung, haben uns ein bisschen was angeguckt, haben auch Kataloge mitgenommen. Aber so ein Badezimmerfachmarkt hat natürlich auch immer enorme Preise. Und ich weiß nicht, ob wir das bereit sind auszugeben, aber im Baumarkt ist es auch nicht wirklich günstiger, aber meistens doch schlechter. Mhm. Also wir wissen noch nicht so genau, welchen Weg wir da gehen werden. Heutzutage macht man das, glaube ich, viel mit solchen Kunststoffwannen, beziehungsweise das ist dann eher sehr, sehr flach, also keine richtige tiefe Wanne. Vielleicht gehen wir irgendwie so in diese Richtung. Also auch wärmer an den Füßen ist zwar... Natürlich nicht der natürlichste Werkstoff, aber gut.
Wie gesagt, wir wissen noch nicht so genau, wie es aussehen soll. Wenn ihr da wirklich hilfreiche Tipps habt oder Ideen, am besten mit Bildern oder sowas, wie man so eine Dusche irgendwo kostengünstig, aber auch ein bisschen mit... Ja, weiß nicht, ich möchte in 10 Jahren immer noch hier reinkommen und sagen, boah, was für eine schöne Dusche. Wir haben ja am Anfang gedacht, wir fliesen den Boden, aber ein Gefälle muss vorher erstmal entstehen und das ist, glaube ich, eine Nummer zu groß für uns. Ja, wir müssen auch realistisch bleiben, wir haben das noch nie gemacht. Wir haben einmal unten am Kamin ein paar Fliesen gelegt, aber ansonsten haben wir da echt nicht viel Erfahrung. Also an den Wänden traue ich mir das zu. Man hat genügend Anleitungen im Internet und so. Aber ja, das kriegen wir schon hin. Der Boden. Also hier werden wir wahrscheinlich einfach wieder so eine Trockenmauer setzen. Und diesmal aber dann richtig. Das heißt, die muss ja dann grundiert werden, versiegelt werden. Keine Ahnung, so ganz genau wissen wir es auch noch nicht, wie es funktioniert. Aber das bekommen wir heraus. Wir möchten auf jeden Fall nicht die gleichen Fehler machen wie die Vorbesitzer. Nee. Okay. Ansonsten lassen wir das Ganze jetzt einmal ein bisschen ruhen hier. Wir haben übrigens noch ein zweites Badezimmer unten. Also wir sind jetzt nicht komplett ohne Badezimmer, sonst hätten wir ein bisschen mehr zeitlichen Druck. Also wir nehmen uns die Zeit, die es eben braucht. Wir wollen nichts überstürzen. Und jetzt geht's ab nach unten. Wir haben ja letzte Woche diese schönen Äpfel gepflückt und die werden wir jetzt heute verarbeiten zu Apfelessig, Apfelchips, Apfelmus und Apfelsaft. Oh, der ist schon gammelig. Den sortieren wir mal aus. Ich habe ein Video von Natürlich Selbstgemacht gesehen, wie die Apfelessig macht, weil ich mich gefragt habe, was macht man mit den Überresten. Ja, daraus kann man gut Apfelessig herstellen. Das will ich mal versuchen. Und wir fangen erstmal mit dem Apfelessig und mit den Apfelchips an. Weil die Schale und das Kerngehäuse braucht man für den Essig und die, das reine Fruchtfleisch für die Chips. Wie viel Kilo haben wir hier? Kann man schlecht sagen, ne? Boah, genug. Genug. Okay, dann direkt rein da. Ja, sicher, ja klar. Okay, Julian. Da kullert schon einer weg. Ich schneide, schäle und du schneidest die Scheiben. Jawohl. Ja. Aber sind Apfelchips nicht eigentlich mit Schale? Nö. Okay, die Arbeit ist klar verteilt. Annika schält. Oh mein Gott. Die habe ich doch gewaschen. Was ist denn das? Ach. Eine Kakerlake. Ja, klasse. Also, Annika schält, ich esse. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht so richtig, wie ich das machen soll. Ich bin der schlechteste Küchenhelfer. Wie soll denn das funktionieren? Nicht so. Hilf mir! So, von der Seite. Ach, das geht in beide Richtungen. Das ist ja doppelte Effizienz. Ja, klar. Du machst das so gut, mach doch einfach alles. Nee. Du hilfst mir schön. Ich werde schon ausgelacht. Ich habe kein Talent in der Küche. Das endet hier auch nachher mit Pflastern, das weiß ich doch schon. Und dann kannst du den hier so die richtige Ringe machen. Ey, ich habe jetzt schon die Schnauze voll nach 10 Minuten. Nein, nicht mal einen Apfel geschafft. So viel habe ich. Oh Mann, oh, das macht keinen Spaß. Oh Mann, Juli. Wir brauchen jetzt Musik. Guck mal. Das macht's besser. Ich mach das mal hier. Ja, super. Du kannst es. Du könntest die vielleicht drauf verteilen. Ich bin bestimmt mit allem schneller und du kannst sie drauf verteilen. Und das hier ist auch für Apfelessig? Weil ich kann nicht jedes Mal den Rest essen. Alles muss man selber machen hier. Ja, das kann man eigentlich mit hier mit rein. So, so. Zack. Der Dörrautomat rennt, die Chips werden jetzt getrocknet und wir widmen uns jetzt dem Apfelessig. Und zwar haben wir ja jetzt hier einmal die Kerngehäuse und einmal die Schalen und das verteile ich jetzt hier auf die zwei Gläser. Dann sehen wir weiter. Einer tut von rein. Für mich ist das absolutes Neuland. Für mich auch. Ja, ich habe es noch nicht mal im Video irgendwo gesehen. Ja, okay. Reicht das denn jetzt hier für die beiden Gläser?
müssen wir noch was schälen. Moin, Inni! Inni mag auch den Apfel. Wir wissen leider nicht, welche Sorte wir hier haben, aber es ist eine sehr, sehr süße. Also die ist wirklich alles andere als sauer. Der Apfel an sich, der schmeckt Bombe. Wirklich, das ist der beste Apfel, ja, den man essen kann, glaube ich. Doch, das reicht. Das sieht gut aus. Bis hierhin dann Wasser. Doch, das reicht alle Male. Und dann abdecken und stehen lassen. Naja, und jeden Tag einmal rühren. Ich weiß, dass unter unseren Zuschauern Leute dabei sind, die schon Apfelessig gemacht haben. Die können ja gerne mal schreiben, ob das so richtig ist oder ob es da vielleicht noch andere Methoden gibt. Naja, wir machen das nach der Methode von dem Kanal. Natürlich selbst gemacht. Sie hatte aber einen sauren Apfel und ich habe aber jetzt einen süßen Apfel. Und sie hatte aber auch gesagt, dass man, wenn man einen süßen Apfel hat, braucht man nicht zusätzlich Zucker reinmachen. Und wenn ihr wissen wollt, was daraus dann wird, dann abonniert unseren Kanal. Das ist übrigens der Rest. Also es ist quasi noch gar nicht weg an Äpfeln. Wir hätten die Kiste eigentlich gar nicht reinholen brauchen. So, ich habe das jetzt einfach mit Leitungswasser aufgefüllt. Noch ein bisschen freilassen oben, damit das ja auch gären kann. Da entsteht ja jetzt Alkohol. Also es sind jetzt wirklich nur die Apfelreste und Leitungswasser drin. Und jetzt decke ich das hier mit einem Küchenroller ab. Mache dann Gummiband drum, damit da nichts dran kommt. So, und mache das jetzt jeden Tag einmal auf, rühre das um. Sobald sich da ein weißer Schaum dann bildet und Bläschen beim Umrühren entstehen, ist der Apfelessig fertig. Schauen wir mal, was passiert. Ich bin gespannt. Sieht doch nett aus. So, bevor wir jetzt mit dem Apfelmus beginnen, bevor wir damit weitermachen, kurz nochmal zu dem Ofen. Und zwar hatten wir ja solche Probleme mit den Rohren, das hat nicht gepasst. Auch die Qualität hat uns nicht gepasst. Wir konnten die jetzt Gott sei Dank zurückbringen, auch wenn sie ausgepackt waren. Haben also das Geld wiederbekommen, aber brauchen jetzt trotzdem neue Rohre. Wir waren nach dem Baumarkt dann sofort im Fachhandel, also im Ofenfachhandel. Und selbst da hatten die nur Rohre mit, ich glaube, 0,7 mm Wandstärke. Also so richtig dünnes Blech. Im Vergleich, das hier hat jetzt 2 mm Wandstärke. Also das ist ein richtig massives, stabiles Rohr. Also selbst im Fachhandel hatten sie nur Billigkram. Deswegen bestellen wir uns jetzt Ofenrohre aus Deutschland. Warum aus Deutschland? Weil sie um die Hälfte günstiger sind. Im Hornbach kostet so ein Bogen 30 Euro. Hier im Internet habe ich geguckt, 66 Euro mit 2 mm Wandstärke. Eigentlich brauchen wir ja auch nur noch ein einziges Rohr. Von hier einmal einen Bogen auf das Flexrohr, was hier sitzt. Aber das Blöde ist, dass dieses Flexrohr einen komischen Durchmesser hat und zwei Rohre im gleichen Durchmesser aufeinander kommen. Und deswegen braucht es dann irgendwie nochmal so eine Verbinderschelle oder irgendwie so einen Aufsatz, wo dann Rohr in Rohr kommt. Das ist eigentlich das einzig Schwierige und das ist schwer zu finden. Normalerweise hat ein Rohr ja eine Verjüngung und da kommt ein Rohr drauf und das Rohr hat auch wieder eine Verjüngung, da kommt das nächste Rohr drauf. Aber bei diesem Adapter von dem Flexrohr ist das eben anders und das macht es irgendwie so ein bisschen kompliziert. Aber genug über Ofenrohre gelabert, wir machen jetzt Apfelkompott. So, das sind jetzt 8 Kilo Äpfel und das reicht ungefähr für 10 Liter Apfelmus. Also wie funktioniert das jetzt? Der ganze Apfel kommt in den Wegautomat mit Wasser und wird erstmal gekocht. Mit Schale. Nee, ohne. Ohne Schale? Alle Äpfel schälen? Ja. Ich dachte, man könnte Apfelmus auch mit Schale machen. Nee. Nein? Alle Äpfel schälen? Ja. Der Apfel darf nicht geschält werden. Gerade die Pektine unter der Schale bewirken, dass der Apfelmus geliert. Also die Äpfel nicht schälen. Ja, umso besser. Ja. Es ist ja auch ein Bio-Apfel, klar. Man kann das wahrscheinlich mit dem Supermarktapfel nicht machen, aber mit dem reinen Bio-Apfel, wenn man wirklich die schlechten Stellen rausschneidet, ja, habe ich nicht dran gedacht. Arbeit gespart. So, auf geht's. 8 Kilo Äpfel schneiden. Also du viertelst die alle? Ja, je nachdem wie. Machen wir einmal durch. Und hier könnte man ja eigentlich wieder Essig rausmachen, ne? Das stimmt, ja. Unser Kompost braucht ja auch noch was. Ja, ein bisschen was für die Hühner noch. Jeder kriegt ein bisschen. Das sind übrigens gerade nicht unsere eigenen Äpfel. Die haben wir gepflückt bei Bekannten hier in der Bretagne.
Aber wir haben ja auch unsere eigenen Obstbäume und in den kommenden Jahren haben wir hoffentlich auch eigene Äpfel von unseren eigenen Obstbäumen. Und auch so tolle. Lang ist der Weg in Richtung Selbstversorgung. Ja, bis die Bäume erstmal da sind, wo wir sein wollen. Ach nee, umgekehrt, das dahin, das hier. Ich koche das direkt hier in den Wegautomat, weil so viele Töpfe habe ich gar nicht. Und später kommt es da ja dann in die Weggläser und dann wird es ja auch nochmal eingekocht. Und das ist übrigens aus den Kartoffelchips geworden. Sehr, sehr... Das ist übrigens aus den Apfelchips geworden. Das ist irgendwie wie gebackenes Apfelmus. Das zerfällt so im Mund. Das ist mega lecker. Also, kleine Stärkung. Weiter geht's. Oh, der letzte ist mit einem Wurm. Oh. Oh. Geschafft. Die Äpfel sind jetzt püriert und die kommen jetzt in die Gläser. Aber bevor ich die in die Gläser tue, ich habe noch ein Brot gebacken im Kamin und das muss ich jetzt erstmal rausholen. Mmh, das sieht richtig gut aus. Erstaunlich gute Konsistenz und zudem richtig lecker. Wirklich, also richtig ohne Zucker ist das jetzt reiner Apfelmus. Ich weiß immer noch nicht, ob es das Apfelmus oder der Apfelmus ist. Das ich glaube, das Mus. Also, das Apfelmus oder ist es der Apfelmus? Der oder das Apfelmus. Wird mir sofort vorgeschlagen, wenn ich ein A eingebe. Es ist das Apfelmus. Das Apfelmus, okay. Das Mus. Ja, das Apfelmus ist fertig. Es sind jetzt, wie viele Gläser geworden? 14. 14 ja, Gläser. Ja, 15. 15. Eins ist ja noch im Kühlschrank. Haben wir gestern schon probiert. Der Apfelessig ist noch in Mache und die Chips sind ebenfalls fertig. Ja, auch sehr köstlich. Wir könnten locker nochmal die doppelte Menge machen, weil der Korb ist noch mehr als halb voll. Ja. Es war eine so super Ernte. Sieht ein bisschen aus wie eine Wegverkaufsshow. Ja, wirklich. Kennen Sie bereits unsere tollen Gläser? Diese Einmachgläser lösen all Ihre Probleme. Ja, genau. So, hier einmal rumrühren in unserem Apfelessig. Aber ich würde sagen, mit diesem schönen Bild beenden wir dieses Video. Apfelsaft wollten wir eigentlich auch noch machen, aber den machen wir jetzt, glaube ich, ganz frisch. Den werden wir jetzt nicht extra einkochen. Apfelessig ist in 2 Wochen fertig. Ja, 2-3 Wochen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Und damit sagen wir au revoir. Et à bientôt. Bis nächste Woche. Wir haben so viel Äpfel gegessen in den letzten Tagen. Und werden es auch noch weiter tun. Ich habe kein Blut mehr in den Adern, ich habe Apfelsaft in den Adern.